zu Ihrem Grußwort auf die Bühne, Herr Oberbürgermeister. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Freitag, meine Damen und Herren. Sie werden mir alle nachsehen, dass ich keine abermalige Begrüßung vornehme. Ich mache nur zwei Ausnahmen, mit denen ich gleichzeitig etwas erklären kann. Ich begrüße natürlich meinen Amtsvorvorvorgänger Hans-Jochen Vogel, einmal weil er Ehrenbürger dieser Stadt ist und zum Zweiten, weil es erklärt, dass ich mich auf die Vorgeschichte nicht mehr gründlich einlasse, weil die Gefahr umgehend von ihm vom Rednerpult aus korrigiert zu werden, doch gemieden werden sollte. Und zum Zweiten begrüße ich ganz besonders herzlich Herrn Minister Zeil, der nun auch schon seit geraumer Zeit für das vertrauensvolle Zusammenwirken von doch zwei bedeutsamen Aufgabenträgern, nämlich Landeshauptstadt München und Freistaat Bayern, steht. Das kann ich ausdrücklich auch den Amtsvorgängern bescheinigen. Den längsten Zeitraum hatte Minister Otto Wiesheu zu bestreiten. Und obwohl Fragen des Verkehrsverbundes vor allem im tariflichen Bereich hochexplosiv sein können, dauerten Telefonate oft nur eine oder zumindest wenige Minuten und schon war eine Vereinbarung getroffen, die dann auch durch alle Minenfelder dieser Region getragen werden konnten und verlässlich waren. Für diese vertrauensvolle Zusammenarbeit, Herr Minister Zeil, ein herzliches Dankeschön. Sie sind ja als Minister, wenn ich das vor dem Hintergrund der Startbahndebatte sagen darf, schon deshalb eine Ausnahmeerscheinung, weil Sie nicht einmal die Leute beschimpfen, die Ihre Meinung teilen. Das war jetzt schwerer zu verstehen. Ich habe aber Verständnis, wenn es etwas dauert. Meine Damen und Herren, der MVV trat in Betrieb zeitgleich mit der S-Bahn und das war 1972 ein großes Ereignis. Vorher musste man, was man sich ja heute kaum noch vorstellen kann, für eine Fahrt in die Region ein Ticket für einen Vorortzug buchen und dann beim Umsteigen am Hauptbahnhof ganz andere Verkehrstickets erwerben für die Fortsetzung der Fahrt mit einem städtischen Verkehrsmittel und umgekehrt. Und erst seit Ende Mai 1972 gilt das Motto, wir haben es schon gehört, ein Netz, ein Fahrplan, ein Ticket. Heute ist das in nahezu allen Ballungsräumen der Bundesrepublik selbstverständlich, aber es handelt sich immer um zulässige Kopien des Münchner Verbundmodells. Das wird man schon dazu sagen dürfen. Die Vorgeschichte, die Dr. Vogel sicher eingehender darstellen wird, begann schon in den 60er Jahren. Und eine wichtige Bedingung hat der Münchner Stadtrat geschaffen mit dem Beschluss, eine echte U-Bahn zu bauen und nicht etwa eine Unterpflasterbahn, die sich vorher nachdrücklicher Befürworter im Stadtrat und in der Öffentlichkeit erfreute. Und die aktuelle Bemerkung kann ich mir nicht ganz verkneifen, meine Damen und Herren. Wenn es richtig wäre, dass man auf jede Bahn verzichten kann, die es ja in der Vergangenheit auch noch nicht gegeben hat, dann hätte man nie mit dem Beginn des U-Bahn-Baus anfangen müssen. Ein Glück, dass man in München nicht gesagt hat, bisher ging es ja auch ohne U-Bahn, sondern dass man gefragt hat, was wird diese Stadt in Zukunft brauchen?
und das schaffen wir zur rechten Zeit. Diese Weisheit wünsche ich mir auch für die Gegenwart. Den größten Auftrieb, den größten Anschub haben U- und S-Bahnbau, auch wenn sie vorher schon beschlossen waren, U- und S-Bahn natürlich erhalten durch den Zuschlag für die Olympischen Spiele. Ein Rückenwind, den wir heute schmerzlich vermissen, wenn es um eine zweite Stammstrecke geht, denn da hätte ein olympischer Zeitdruck uns wahrlich auch gut getan, er war uns aber nicht vergönnt. Eine wichtige Zäsur war das Jahr 1996. Das wird von manchen Chronisten oder Kommentatoren völlig übersehen, dass da ein grundlegender Strukturwandel eintrat. Vorher war es ein Verbund der Verkehrsunternehmen, deshalb war die Bahn selber im MVV-Kreis vertreten, der Freistaat Bayern hingegen noch nicht. Und erst ab 1996 war es umgekehrt. Da war es dann ein Verbund der Aufgabenträger des öffentlichen Nahverkehrs. Seitdem ist der Freistaat als Aufgabenträger des S-Bahn-Verkehrs ein Verbundpartner und die Stadt ebenso als Aufgabenträger von U-Bahn, Bus und Tram. Und die MVV-Landkreise, die Verbundlandkreise als Aufgabenträger des öffentlichen Verkehrsgeschehens in ihrem Bereich. Aber seitdem haben wir tatsächlich die für die Tarife bedeutsame Zusammenarbeit von Stadt und Land. Und es ist doch wirklich bedeutsam, wie die Einigung hier immer erzielt werden konnte, obwohl sich daraus auch viel Pulver für politische Auseinandersetzungen hätte herausdestillieren lassen. Davon ist nie Gebrauch gemacht worden und das hat den MVV gut getan, meine Damen und Herren. Verbundbeförderungsfälle heißt das technokratische Ungetüm, das die Verkehrsexperten dafür in die Welt gesetzt haben. Verbundbeförderungsfälle hat es am Anfang 203 Millionen gegeben und inzwischen sind es über 645 Millionen. Wir haben Untersuchungen, die bestätigen, dass der öffentliche Verkehrsanteil in München größer ist als in anderen Ballungsräumen der Bundesrepublik. Und das ist einfach eine Bestätigung für das Zusammenwirken der Verbundpartner. Die Mobilitätserhebung vom Herbst 2009 beschreibt sogar einen ÖPNV-Anteil im gesamten Stadtgebiet von 29%, wobei die jüngeren Jahrgänge erfreulicherweise sogar nahe bei 50% liegen. Und nirgendwo gibt es einen höheren Nutzungsgrad des ÖPNV als in München. Das ist eine Rekordposition, auf die wir gemeinsam stolz sein können. Und eine der Folgen, die natürlich nicht wahrgenommen werden, weil man sich nicht mehr erinnert, was mal noch schlimmer war, eine der Folgen ist, dass die Autofahrten ins Stadtgebiet deutlich verringert wurden, auch in den letzten Jahren noch. Jeder, der im Stau steckt, meint, so etwas Skandalöses habe es noch nie gegeben. Die Wahrheit ist umgekehrt, dass der Autoverkehr flüssiger werden konnte, wegen der Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Und bei einer Untersuchung, die europaweit angestellt wurde, von einem so unverdächtigen Auftraggeber ADAC. Ich sage unverdächtig, wenn es um die Qualität des ÖPNV angeht, weil er da überhaupt keine eigenen Aktien im Spiel hat. Da wurde ermittelt, dass nur der MVV
als Verkehrsverbund das Gesamturteil sehr gut verdient und Platz 1 unter 23 Testkandidaten belegt. Aber natürlich ist der Erfolg immer eine zweischneidige Sache. Wir freuen uns über jeden, der vom Auto auf die Schiene umsteigt, und erschrecken dann, wie überfüllt die öffentlichen Verkehrsmittel sind. Also dieser Konsequenz muss man sich gedanklich immer bewusst sein. Jeder Abwerbeerfolg ist auch eine Aufgabe und eine Herausforderung. Wir versuchen ja mit allen Kräften, das System auszuweiten. Bei der S-Bahn sind es immerhin 10%, die das Netz zugenommen hat von 400 auf 440, aber in 40 Jahren. Bei der U-Bahn, die allerdings auf einem niedrigeren Niveau gestartet ist, handelt es sich um einen größeren Sprung in der Verbundzeit, nämlich von 13,5 auf nunmehr doch 100 Kilometer. Und die Zahl der dazugekommenen U-Bahnhöfe ist mit 30 auch recht stattlich. Aber wir wissen, dass wir trotzdem vor gigantischen Aufgaben stehen. Meine Damen und Herren, wir stehen bei der U-Bahn vor unvorstellbaren, noch vor kurzem gar nicht bekannten finanziellen Herausforderungen. 1,5 Milliarden in einem Jahrzehnt in die Sanierung der Bahnhöfe, der Strecken und die Erneuerung des Fuhrparks zu stecken. Und bei der S-Bahn haben wir das Problem der Stammstrecke, die an der eigenen Erfolgsgeschichte zu ersticken droht. Man muss es immer wieder sagen, weil es die Illusion gibt, diese oder jene Korrektur im Außenbereich, die sicher sinnvoll ist, könnte das Zentralproblem lösen. Aber das Zentralproblem, meine Damen und Herren, heißt nun einmal, dass die Stammstrecke zu den am dichtest befahrenen Eisenbahnstrecken in ganz Europa gehört. Und da sind Kapazitätserweiterungen in ein und demselben Tunnel eben nicht mehr möglich, sondern stoßen an eine absolute Grenze. Und deswegen ist ein zweiter Tunnel unverzichtbar. Und ich hoffe, dass diese Einsicht, die die Gesellschafter alle haben, der Freistaat, der sie übrigens als erster hatte und mir in Gestalt von Minister Wiesheu erst nahelegen musste, die Landeshauptstadt München und alle Verbundlandkreise, dass diese Einsicht auch zu Konsequenzen führt, dass das Projekt tatsächlich realisiert werden kann, denn es ist unverzichtbar. Und wenn das Verkehrsmittel, das die gesamte Metropolregion München mit dem Stadtgebiet verbinden soll und auch Verbindungen zwischen verschiedenen Regionsteilen sichern soll, kollabiert, dann würde die gesamte Erfolgsgeschichte des öffentlichen Personennahverkehrs in München plötzlich als Tragödie enden. Dann kann man nicht sagen, irgendwo treten wir auf der Stelle oder irgendwo ist es nicht so gut wie anderswo. Nein, ein Kollaps des S-Bahn-Systems wäre eine Katastrophe für das gesamte Verkehrsgeschehen, übrigens auch des Individualverkehrs. Denn wenn es eine Rückwanderung der MVV-Kunden in den Straßenverkehr gibt, dann funktioniert der auch nicht mehr, sondern kollabiert ebenso. Und deswegen kann man sich nur wünschen, dass die 40-jährige Erfolgsgeschichte von U- und S-Bahn und MVV ein Ansporn ist, auf dem Weg zu einer Lösung der Probleme des ÖPNV einvernehmlich weiterzugehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.